Servus YouTube, herzlich willkommen zurück zu Stalker Shadow of Chernobyl. Alles klar, wir haben ihn endlich befreit. In welchem Fenster sind wir gekommen? Hier, ne? Kommen wir nochmal. Wir kommen da nicht mehr. Nein, ne? Alles klar, wo kommen wir jetzt hier wieder raus? Hier raus? Ah, jetzt sind wir hier in diesem Gebäude. Okay. Das heißt, wir müssen hier irgendwo rauskommen. Ja, hier ist gut, perfekt. Alles klärchen. Wir haben im letzten Part den einen da befreit. Und haben natürlich noch einen harten Kampf gegen diese dämlichen Banditen gehabt. Aber hier scheint es zu sein, wo wir hin müssen. Dadurch. Gucken wir doch mal nach. Okay. Unser Kollege hier ist hier am Rumatmen. Hier oben ist es radioaktiv verseucht, aber wir haben immer noch unsere schöne Rüstung an. Die bringt richtig viel was. Gehen wir mal hier hoch. Den Eingang ins Labor finden. Und hier unten, hier hinten ist irgendwo noch ein Versteck. Wow. Hey, Jemine. Ui. Alles klar, okay. Na gut, das Versteck ist jetzt nicht so interessant. Wir gucken jetzt nochmal zur Sicherheit nach. Ob da vielleicht was ist. Naja. Wahrscheinlich auf dem Dach ist was. Schauen wir mal auf der Karte. Wir gehen aber erstmal weg hier. Was steht denn da? Überall wird geklaut. Jetzt bestechen sie sogar schon gegenseitig. Aber meine Truhe finden sie nie. Okay, die Truhe? Wo ist denn da eine Truhe? Hm. Ah, da. Ui. Dollarkristall. Ein paar Strahlenschutzmittel und Munition für... Oh, nehmen wir doch mal mit. Noch genug Platz. So, und dann laufen wir durch. Hier können wir jetzt raus, ne? Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Wir sind hier jetzt rausgekommen. Laufen wir jetzt Richtung Labor. Laboreingang. Da sind noch ein paar versteckte Sachen. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen. Da hinten sind die sogenannten Blitzanomalien. Ich zeig die euch jetzt mal, damit ihr sie auch mal seht. Habt ihr sie? Gut. Also das sind die sogenannten Blitzanomalien. Die sind sehr gefährlich, was das angeht. Und ich sehe hier noch ein paar Artefakte. Hier zum Beispiel ist noch ein Artefakt. Was war das für ein Artefakt? Scheint wieder so ein Graphit zu sein. Was ist das hier? Schleim. Okay. Bin ich denn derzeit ausgerüstet? 100% Gesundheit. Rettung, Verätzung. Okay, da ist schon wieder so eine Anomalie. Haben wir hier irgendwas im Bus? Man weiß ja nie. Okay, wir sind jetzt eigentlich schon recht weit gekommen. Also speichern wir nochmal unter extra 1. Nee, nicht unter extra 1, sondern all 1. Damit wir immer noch ein Safe Game vom letzten Part haben. Also wenn ich den Part jetzt hier wieder versaue, kann ich wieder von vorne anfangen. Okay. Hier muss irgendwas sein. Aha. Was haben wir denn hier? Toll, nichts. Und extra habe ich mir jetzt die Arbeit gemacht, an dieser scheiß Anomalie vorbeizulaufen. Hier, da scheint das Labor zu sein. Ist hier irgendwas? Ich sehe Personen auf der Karte. Ich wusste, dass Banditen wieder sind. Wieder Banditen, diese Säcke. Oh, ein blaues Medikit. Und die sind voll. Dann warte mal nach. Wir müssen irgendwas weglegen. Aber wir rennen nicht. Die Medikits sind mir wichtig.
Die ganzen Artefakte sind mir unbekannt. Oh, oh, oh. Oh. Alter, treffen die nicht mehr? Werden jetzt alle im fortgeschritteneren Spiel dämlicher? Der hat Schuss in der Hand. Haben wir nicht andere Munition für die Knarre? Na, 6 Kugeln. Gucken wir nochmal, ob die was bringt. Hm. Oh. Kurz hier im Puffe. Nein, das wollte ich nicht nehmen. Panzerkappe wird ein bisschen erhöht, aber nee. Oder können wir noch nehmen, oder? Ja. Bisschen Panzerkappe erhöht. Bringt was. Munition. Okay, die MP5 habe ich nicht aufgenommen. Naja, brauche ich nicht. Medikit. Komm, wir legen mal hier was ab. Wir brauchen noch nicht so viel mit dieser Munition. Was ist das eigentlich? Ach komm, lassen wir mal hier. Ein paar Artefakte ablegen. So dreimal so viel mal habe. Brauche ich doch alle nicht. Ich bin auch. Ich habe doch so viele davon. Okay, nochmal abspeichern. All 1. Und dann gucken wir mal. Noch ein paar Verstecke auf der Karte. Versteck scheint auch hier irgendwo zu sein. Ist es oberhalb oder ist es hier irgendwo? Hm. Was ist das denn für ein Versteck? Ah, das kann ich doch schon wieder nicht lesen. So. Hab ein Magazin im Stromraum gefunden. Okay. Magazin scheint. Scheint Pistole, scheint Munition zu sein. Hm. Also hier ist nichts. Was ist das denn da unten? Na, hier ist nichts. Wir haben da hinten noch was gefunden. Gesehen. Da was ist. Bitte, wenn ihr hier runtergeht, dass es nicht radioaktiv verseucht ist. Ne, da geht's nicht durch. Also hier scheint es nicht weiter zu gehen. Oh nein, ne? Ah doch. Ich dachte, wir kommen nicht mehr weiter. Teufel, umsonst habe ich ein paar Patronen verballert. Aber ich habe genug Patronen. Was schießen die denn? Also, ich weiß nicht, ob ich die ganzen Verstecke alle suche und durchsuche. Und werde. Scheint es hier drauf zu können? Wow, 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 nicht da festklemmen. Ist klar. Scheint denn hier irgendwo zu sein. Und wenn ich da runter klettere, dann habe ich, keine Chance mehr irgendwie hochzukommen, ne? Weil da unten ist die Tasche. Kommt denn hier irgendwo noch hoch wieder? Ah doch, hier, da ist die Leiter. Alles klar, okay, dann können wir hier unten uns hinbegeben. Denn wir haben hier Müll. Ja, wir haben hier die stärkere Munition für die Pistole. Das ist schon mal gut. Alles klar. Dann ist ja jetzt alles Paletti. Dann begeben wir uns jetzt erstmal hier weg. Versteck wird uns immer noch angezeigt, weil wir es ja noch nicht ausgelootet haben komplett. Ich würde hier gerne alles mitnehmen, aber das Problem ist, ich will auch noch ein bisschen Gewicht haben. Ich will auch noch was tragen können. Also wir müssen runter in die untere Etage. Kann er drehen? Nein. Wir können jetzt erstmal hier hoch. Was finden wir denn hier? Ein paar Geräte, ich höre Hunde. Und unser Charakter ist. Ja. Atmen. Hier nichts. Ne, hier haben wir nichts. Ich hoffe, kommt nichts irgendwo. Wow. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Alter, vergib. Komm schon. Stirb doch. Mein Gott.
Ist immer so selten, dass die sterben. Hä? Hallo? Okay, die Leiche ist weg. So, gehen wir mal hier hoch. Hier scheint nichts zu sein. Ist hier irgendwas? Noch weiter höher? Oh Gott, ich kriege ja richtig Angst, ey. Alles klar. Oh oh. Alles klar, jetzt müssen wir gucken, wie wir dort unten hinkommen wieder. Wir müssen wirklich wieder uns hier durchmogeln. Aua. Ja gut, das hat jetzt nur kurz geblutet. Ich denke, ich will jetzt raus. Raus aus diesem Gebäude hier. Okay, hier sind wir runtergekommen. Okay. Oh, das hat jetzt gerade ein bisschen geknistert. Unten. Irgendwo hier unten. Och, Mann, ey. Ich hasse meinen Charakter. Ah, nee. Warum so viele? So viele davon saufen. Okay, hier können wir nicht rein. Aber hier ist irgendwo wieder ein Versteck. Wahrscheinlich in diesem Gebäude hier. Gucken wir mal. Da hinten in der Ecke. Oh, hier ist viel Wodka drin. Und Essen. Alles klar, aber nehmen wir nicht alles mit. Wir haben genug. Wir haben genug. Warte mal, jetzt müssen wir nochmal kurz überlegen. Ich bin jetzt hier unten am Labor. Laboreingang. Laboreingang, ja. Der ist also irgendwo unten. Ist also hier irgendwo. Jetzt müssten wir mal hier gucken. Hier rein. Nein, hier nicht rein. Hier. Hä? Das verstehe ich nicht. Also nach oben. Was war das? Was ist das? Aua. Verstehe ich jetzt nicht. Hab ich jetzt vergiftet? Na. Okay, hier geht's rein. Ah, hier geht's runter. Scheint wohl gut zu sein. Okay, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und hier ist auch der Laboreingang. Hier ist keiner mehr. Da ist auch keiner mehr. Munition, Munition, Munition. Und da ist auch der wirkliche Laboreingang. Okay, da sind wir hier drin. Den nächsten Level betreten. Nein, das werden wir jetzt nicht machen, denn wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, YouTube. Tschüss.